Kalle, Bastelzeit mal kurz in der Küche und ein bisschen ungeplant, denn naja, eigentlich wollte ich das gar nicht machen, ich wusste auch gar nichts von meinem Glück, aber ich habe ein Geschenk bekommen und ja, das müssen wir uns natürlich angucken. Ja, bei einer Bestellung gab es ein mehr oder weniger Werbegeschenk dabei. Normalerweise, wenn ich es vorher weiß, sage ich schon, lass das besser, das ist meistens keine gute Idee, aber hey, gucken wir mal. Ja, das hier, das ist ein Eikochgerät. Damit kann man Eier kochen. Angeblich. So, gucken wir mal, was wir so bekommen. Ich meine, wir haben das Gerät. Achso, hier fehlt noch was. Der war auch noch dabei. Wir haben das Gerät selber mit hier 2, 4, 5 Stellen, an denen man Eier reinmachen kann. Wir haben einen Messbecher. Da steht irgendwas von 10, 20, 30 und 40 Milliliter. Auf der Unterseite, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber hier ist ein kleiner Pinöppel. Damit soll man wohl die Eier anpieksen. Wie lange das gut geht mit so einer Plastikspitze. Ja. Diesen wunderschönen Travel-Adapter. Passt alles rein, passt aber nirgendwo rein, weil das hier kriegt man definitiv nicht in eine Schokodose. Also für Europa ist der schon mal nix. Dran ist hier der, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es der japanisch-chinesische oder der amerikanische ist. Prinzipiell aber, ne, amerikanisch kann es normal nicht sein, 250 Volt 10 Ampere steht drauf. Mhm. Bei dem dünnen Draht 10 Ampere, ich glaube nein. Ansonsten, das Gerät hat hier vorne etwas, aber das kann man nicht drücken, also wenn es ein Tast... Oh doch, ich ziehe meine Aussage zurück, hier an der Seite kann man drücken, den weißen Rand. Das blaue aber nicht. Ich dachte schon, das wäre gar kein Taster, aber anscheinend ist dann doch was da. Okay. Unterseite, Quality Control Pass, sonst steht aber nichts drin. 2020 ist wohl aktuell. Und Angaben, Typennummer ist die PA601, 220 Volt, 50 Hertz, 150 Watt und 1 bis 6. Hm, wo man das sechste Ei eventuell hier in der Mitte, aber das klingt nach einer schlechten Idee. Also ich würde eher sagen 1 bis 5. Wir können schon mal davon ausgehen, dass das eine relativ simple Elektronik sein wird, wenn es 220 Volt only sein soll. Denn, naja, wenn es irgendwie eine Steuerung hätte, könnte ich mir vorstellen, dass das auch mit 210 Volt klar käme. Na gut. Eine Anleitung war nicht mit dabei, das heißt also, ja, keine Ahnung. Das heißt, ich habe meine Bastelkiste gekramt, habe hier noch einen Universaladapter gefunden, der auf Schuko geht. Das heißt, wir sollten in der Lage sein, das Ding jetzt sogar einzustecken. Ist natürlich keine gute Idee. Und deswegen läuft die Kamera auch mit. Ich möchte sehen, wenn das Ding in Flammen aufgeht. So, das sieht gut aus. Das sollte alles halten. Dann würde ich sagen, wir opfern mal ein Ei und gucken, ob wir das tatsächlich hinbekommen. Also, stell schon mal an. Mhm, funktioniert hervorragend. Ja. Okay, das Ei ist auseinander. Aber nicht so wie geplant. Okay, so war das nicht geplant. Naja, immerhin, ich habe das meiste auffangen können. Das heißt, das kommt jetzt hier fleißig in eine Pfanne. Und dann gibt es immerhin gleich Rührei. Denn mit Essen spielt man nicht. Das werfen wir hier so schnell nicht weg. Also versuchen wir das nochmal. Neues Ei, neues Glück. Aber diesmal hole ich eine Nadel. Wenn ich das ja schon anstechen soll, dann bitte. So, dass das Ei auch noch ganz bleibt. Also. So, angestochen ist. Das sollte schon mal passen. Oh. Hier ist Teile vom Ei drin. Die sollten wir vielleicht nicht da lose drin lassen. Das heißt, eigentlich müsste ich es ausspülen können, weil da kommt ja auch Wasser rein. Moment. So, jetzt aber. Also, Ei rein. Und, ja, wie gesagt, ich habe keine Anleitung. Aber soweit ich rausfinden konnte, ist die Anzahl der Milliliter gleich, wie stark es gekocht werden soll. Das heißt, ich glaube, irgendwo so zwischen 10 und 20 ist weich gekocht. Je höher man kommt, desto höher geht es dann in Richtung hart gekocht. Ich würde sagen, wir wollen das Ding halbwegs hart gekocht. Ich mache mal 30 Milliliter rein. Dann gucken wir, was passiert. Und das ist dann halt auch so der Unterschied zum klassischen Eierkochen. Denn, naja, 30 Milliliter ist halt nicht viel. Der hier soll nämlich angeblich mit Dampf kochen.
So sagt man jedenfalls. So, wie gesagt, ich mache den gerade und dann gucken wir. Und schauen wir, ob was es gibt. Ob es dann gekochtes Ei gibt oder doch eher verbranntes Ei. Ich vertraue dem Ding relativ stark. Das heißt, ich habe natürlich, ihr könnt es euch denken. Also, machen wir das Ding mal in die Steckdose und gucken, was passiert. Contact. Wir ziehen 170 Watt, 270, 300 Watt, 330, jetzt geht es wieder runter. Jetzt sind wir bei 123 Watt, 100 Watt. Ich gehe sehr stark davon aus, dann wird so ein PTC-Element da unten drin sein, was sich selbst reguliert. Wir sehen auch schon, hier wird so ein bisschen, ja, es läuft so ein bisschen an. Also offensichtlich läuft da Dinge. Wobei, wieso ist er überhaupt angelaufen? Ich habe ja noch gar keinen Knopf gedrückt. Naja gut, also er heizt auf jeden Fall. Hat sich jetzt so bei 85 bis 90 Watt eingependelt. Und da unten sieht man eventuell, das Wasser fängt auch schon an zu kochen. Das geht natürlich relativ flott, aber ich habe die Befürchtung, das war es dann auch mit flott. Denn ich habe mal so im Internet rund geguckt, also man kann so mit einer Viertelstunde rechnen. Ist jetzt eventuell nicht der schnellste Eierkocher. Und was ich jetzt gerade sehe, unten in der Mitte, da kommt so ein bisschen Schaum. Ich hoffe einfach, dass es nicht das ist, was ich gerade befürchte. Dass man einfach nur zwei... Nee, dürfte normal nicht sein. Ich wollte gerade sagen, dass man einfach nur zwei Elektroden unten rein gemacht hat, die direkt die Netzspannung dahin legen. Das gibt's auch als Wassererhitzer. Aber dafür ist der Schaum zu hell. Das ist eher so weißer Schaum. Wenn man das macht, da kriegt man mehr so bräunliches Wasser durch den ganzen Kram im Wasser, der sich dann anfängt zu zersetzen. Naja, mal gucken. Interessant auch, das scheint in so Zyklen abzulaufen. Man sieht, jetzt ist es gerade am Blubbern und ab und zu hört es dann auf, zieht das Wasser quasi wieder unten rein und dann geht es weiter, wie es aussieht. Das Ding soll sich im Übrigen automatisch abschalten, wenn kein Wasser mehr drin ist. Das ist so, die nutzen quasi das Wasser als Timer. Mal gucken. Zur Geräuschkulisse im Übrigen, im Hintergrund ist noch mein kleines Rührei. Also das ist nicht hier das Gerät, was so komisch zischt. Also was auf jeden Fall schon mal recht schnell klar ist, es braucht länger als die Pfanne hochzuheizen und das Ei anderweitig zu verarbeiten. Gut zugegeben, so ein Rührei braucht auch ein bisschen weniger Energie als ein Ei komplett durchzukochen, aber naja, warten, ob hier noch was passiert. 15 Minuten Marke, die Leistung ist auf 80 Watt gefallen und wenn man hinhört, es hört immer wieder auf zu blubbern, ich gehe mal davon aus, dem geht das Wasser aus. Also sollte er sich theoretisch gleich hier abschalten, hoffentlich, oder er geht in Flammen auf, das geht natürlich auch. Tja, fast 35 Minuten, 80 Watt, immer noch Wasser. Okay. Und da habe ich gerade einen Klick gehört. Wir haben 0 Watt. Das klingt fertig. Ziehen wir das Ding mal aus. Zeit muss ich gleich mal genau nachgucken. Hey. Ah, okay. Da war wohl noch ein bisschen Eiweiß unten drin. Daher kam eben dieser Schaum. Das hier sieht jedenfalls in die Richtung aus. Tja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ei jetzt eine vernünftige Konsistenz hat? Eigentlich sollte 30 Milliliter festgekocht, aber noch ein bisschen flüssig sein. Würde ich sagen, gucken wir mal ins Innere, oder? Okay, ich bin nur gerade hingegangen, habe es einmal kurz unter kaltes Wasser gehalten, dass es nicht zu heiß ist. Dummerweise ist, wie man eventuell sehen kann, da ein bisschen Wasser reingelaufen. Das macht es natürlich doch warm. Also es ist auf jeden Fall schon mal außenrum fest.
Und ja, zumindest mal ist es nicht explodiert oder ähnliches. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Dann wollen wir mal, Augenblick der Wahrheit. Meh. Das ist hart gekocht. Nicht weich hart gekocht. Also, auch das mit dem Timer klappt offensichtlich nur so mäßig. Also, brauch ewig. Macht nicht das, was ich versuche einzuprogrammieren durchs Wasser. Und hat schlechtes Zubehör. Wer hätte das erwartet? Ich glaube, zukünftig werde ich dann doch wieder auf einen Kochtopf zurückgreifen. Der ist irgendwie schneller und macht sinnvolleres Zeug. Aber hey, wenn wir das Ding schon mal da haben. Wo ist der Schraubenzieher? Also nehmen wir das Ding mal auseinander. An Schrauben hat man nicht gespart. 6 Stück. Aber zum Glück Kreuz. Das geht dann ja relativ flott. Zum Inhalt. Ich gehe davon aus, dass so ein PTC-Heizelement drin ist. Sonst wahrscheinlich nicht wirklich was. Irgendwie vielleicht ein Temperatursensor für das Überhitzen dann zu erkennen. Beziehungsweise ja, die Endabschaltung, wenn kein Wasser mehr da ist. Und da sind wir. Ja, viel ist es definitiv nicht. Interessant. Okay. Wir haben auf jeden Fall hier unten drin, wie es aussieht, ein PTC-Heizelement. Wie erwartet, ein Temperatursensor hier oben. Das ist dieser Cutout, von dem ich geredet habe. Interessanterweise hier auch noch eine Neonlampe. So eine kleine. Die interessanterweise, wenn ich richtig gesehen habe, nicht geleuchtet hat oder sie war so dunkel, dass ich sie nicht gesehen habe. Und ja, das war's dann auch. Wir haben im Prinzip die beiden Kabel, die reinkommen. Der Neutralleiter oder einer der Leiter. Bei Schuko weiß man ja nicht, wie rum das eingesteckt wird und bei denen hier halt schon mal so gar nicht. Einer der Leiter, der geht direkt auf das Heizelement und nochmal abgezweigt auf die Lampe hier vorne. Und die anderen beiden, die gehen ebenfalls vom Heizelement und der Lampe auf den Temperatursensor und von da aus raus. Das heißt, der hier ist normalerweise, wenn er kalt ist, geschlossen, der Strom fließt. Wenn er eine gewisse Temperatur erreicht, gehe ich von aus, dass es die Temperatur ist, dann öffnet der und schaltet damit das Gerät quasi wieder ab. Der Taster, den ich hier vorne gespürt habe, es klickt zwar schön, aber es ist kein Taster. Da ist nichts dahinter, also ja, nehmen wir so zur Kenntnis. Dann zerlegen wir das Ding mal weiter. Mal gucken, was wir noch finden. Vielleicht irgendwelche Typennummern oder sowas. Die haben wir schon mal eine. Das hier ist also eine Abschaltung bei 155 Grad, wie wir hier sehen. KSD 301, 10 Ampere, 250 Volt. Das klingt jetzt erstmal nicht verkehrt. Wir hatten ja irgendwie, was waren es, 70, 80 Watt. Da sind 10 Ampere dann definitiv ausreichend und, oh, okay, das ist nicht, was ich erwartet habe. Interessant, also hier, das hier ist nur wegen dem iOS, was reingelaufen ist. Da ist noch ein bisschen was drin. Das ist natürlich auch noch so eine Sache hier, dieses Mittelteil, was wir haben. Von außen kann man das nicht wirklich sauber machen, also, naja, jedenfalls ist da direkt die Platte hier dagegen, das ist ein Aluprofil, wie es aussieht. Aber wir haben hier noch einen Silikondichtring, wie es aussieht, der das Ganze dann nach unten abschließt. Heißt natürlich auch, wenn hier irgendwie mal der Druck nachlässt oder so, dann ist das Wasser unten drin. Ich meine, ja, es läuft hier direkt über diese Dinger raus. Also ich glaube nicht, dass es bis zur Elektronik dann groß ankommt, aber naja, ist halt nicht viel dazwischen. Ich gucke gerade, wie das hier auseinandergebaut wird. Ich habe die Befürchtung, das haben sie da reingesteckt und haben das Ganze dann hier zusammengedrückt, sodass das schön eingepresst ist. Das macht es für uns aber jetzt natürlich eher schwer, da dran zu kommen. Und Glück gehabt, es sieht zwar ziemlich zusammengepresst aus, aber wenn wir hier von der Seite mit einer Pinzette reingehen, dann, ihr seht, das Ding bewegt sich und auf der anderen Seite kommt dieses Innenleben da raus. Das ist doch schon mal gut. Bei mir außenrum diese ja, orange-braune Hülle, das ist wahrscheinlich Captain Tape oder eine Tasche da draus. Innen drin sehen wir irgendwas aus Metall mit XY drauf. Und wenn wir mal am Kabel ziehen, dann bewegt sich da etwas und wir haben plötzlich hier so eine Metallplatte, die rauskommt. Auf der anderen Seite leider nicht. Die weigert sich so ein bisschen. Wahrscheinlich, weil hier irgendwie das Ding ziemlich
verschrumpelt ist, was mich wundert, weil Captain Tape sollte das eigentlich nicht passieren. Aber wenn wir von der Seite reingucken, da sehen wir hier, da ist da so ein ja, steinähnliches Zeug drin. Das ist dieses PTC-Material. Versuchen wir es gerade nochmal. Ich gehe mal mit der Pinzette hier auf der anderen Seite, wo es so zusammen ist, rein. Mal gucken, ob sich das löst. Und das sieht schon ganz gut aus. Einmal ziehen und dann haben wir auch die andere Metallplatte. Das ist gut. Und im Inneren, da haben wir den Stein. Wir sehen hier in der Mitte, da ist so Metall beschichtet. Darüber kommt der Kontakt, auf der anderen Seite genau dasselbe. Und in der Mitte ist halt dieses Material. Und ich sage die ganze Zeit ja schon, das ist PTC, Positive Temperature Coefficient. Im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen, das Material hier, wenn wir auf beiden Seiten eine Spannung anlegen, dann fängt das an zu leiten und zwar relativ gut. Es fließt also ein recht hoher Strom. Das Ding beginnt sich aber auch durch den internen Widerstand aufzuheizen. Und je höher die Temperatur wird, desto höher wird auch der Widerstand und höherer Widerstand heißt weniger Strom, heißt es erhitzt sich weniger. Und das führt am Ende dazu, dass es sich da irgendwo ausgleicht. Das heißt, wir erreichen eine Temperatur, wo der Widerstand so hoch ist, dass sich das Ding nur noch ein bisschen erhitzt und zwar genau so viel, wie der Stein in dem Fall hier an die Umgebung oder das Metallteil abgeben kann. Und ja, dadurch, dass nicht mehr Hitze reinkommt, wird es auch nicht mehr wärmer. Das heißt, wir halten eine gewisse Temperatur. Wir haben also quasi ein Heizelement, was sich selber auf eine gewisse Temperatur regelt. Ja, ansonsten, das Ding hier ist relativ groß. Also ich kenne diese PTC-Elemente eigentlich nur in deutlich kleiner. Aber gut, wir müssen halt auch ein bisschen Wasser kochen. Und das ist natürlich auch eine ganz praktische Sache, denn ja, so ein Heizelement, das kann man auf jeden Fall auch im Zweifelsfall in anderen Projekten nochmal recyceln, wenn hier das Ding zum Eierkochen jetzt nicht so interessant ist. Und ja, am Ende, wir haben halt diese Metallplatten hier, da kommt der Stein drauf, auf der anderen Seite die andere Metallplatte und das Ganze wird dann durch diese Hülle hier zusammengehalten und durch die Klammer, die wir eben gesehen haben, dann zusammengedrückt. Daher kommt der Kontakt. Ja, viel ist nicht drin, wie wir sehen, aber gut, war auch nicht wirklich zu erwarten. Ich habe zwar jetzt, wie gesagt, das über so ein Bonusgedönse bekommen, beziehungsweise geschenkt bekommen, von daher meh, aber selbst wenn man die Dinger hier im Laden kauft, also online kauft, ich habe Preise gesehen so zwischen 6, 7, 8 Euro. Da kann man sich ja schon denken, dass da dann der Inhalt doch überschaubar ist. Und ja, im Prinzip ist es genau das. Wir haben hier diesen PTC, der entsprechend auf eine gewisse Temperatur hochheizt. Der gibt dann seine Temperatur hier auf dieses Metall ab, das ans Wasser, wird dadurch wieder gekühlt. Und obendrauf sitzt dann hier der Temperatursensor, alles schön mit der Klammer zusammengehalten. Und im Prinzip, der hier heizt dann die ganze Zeit hoch. Das Wasser nimmt aber zumindest einen Teil der Energie auf. Deswegen ist die Temperatur etwas geringer, also wahrscheinlich eher 100 Grad plus ein paar Übergangswiderstände. Und wenn das Wasser dann weg ist, dann kann der Block erst richtig komplett aufheizen auf die Temperatur von dem hier. Und bei 155 Grad rum schaltet dann der hier aus und der trennt quasi die komplette Stromversorgung für alles. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, ist jetzt hier die Lampe. Die können wir gleich nochmal dann genauer gucken, wenn wir es zusammengesetzt haben, ob sie wirklich angeht und einfach so dunkel ist oder ob sie schlicht und ergreifend kaputt ist. Und ja, mehr ist da halt nicht. So, machen wir nochmal ganz gefährlich gerade. Ich möchte wissen, ob die Lampe leuchtet, also machen wir das Ding mal in Betrieb. Ohne Wasser, ohne alles, ohne Deckel, vollkommen unsicher und lebensgefährlich. Ihr kennt den Spaß ja. Hey, tatsächlich, die Lampe geht tatsächlich an. Ich habe es also einfach nur von draußen nicht gesehen. Gut, rote oder orange Lampe durch blaues Plastik wird wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren. Ja, wir können nochmal gerade umdrehen. Wo ist der Deckel? So, beobachten wir jetzt nochmal die Front, ob wir da tatsächlich unser kleines Lämpchen sehen.
Und Gott. Ja, also wenn man genau hinguckt, kann man sehen. Oh, Licht aus. Also man muss schon wissen, dass da eine Lampe sein soll, dass man sieht, dass da etwas leuchtet. Es ist eventuell nicht die klügste Idee gewesen, die Lampe da hinzusetzen, hinter dieses, ja, nicht wirklich dafür gedachte Plastik. Na gut. Also, ist es gut? Nö. Ist es sicher? Nö. Ist es eine gute Idee? Nee. Fangen wir mal mit Sicherheit an, weil das recht lässt sich relativ schnell abhandeln. Also erstmal abgesehen von diesen wunderschönen Steckern, die halt nicht so wirklich sicher sind. Selbst wenn da Schuko oder Euro dran wäre. Naja, das Einzige, was das Wasser, was hier drin ist, von der Netzspannung trennt, das ist diese dünne Tasche aus Captain Tape. Und naja, die wird zwar jetzt nicht durchschmelzen, ihr habt ja gesehen, die war so ein bisschen gekrümpelt, aber normales Captain Tape, relativ temperaturstabil, nutzt man auch beim 3D-Druck und so. Aber man hat halt da noch ein paar andere Probleme. Zum Beispiel, wir haben halt relativ scharfkantiges Alu da außen rum. Wenn da beim Einbau mal einer ein bisschen aneckt, hat man relativ flott da ein Löchelchen drin. Und naja, dann steht im Zweifelsfall euer Wasser, womit ihr eure Eier kocht, unter Netzspannung. Ich meine, ja, ist prinzipiell noch der Deckel drauf, aber trotzdem, nee, das muss nicht sein. Was Hitze angeht, auch nicht gut, aber es müsste ausreichen. Ich meine, zum einen, der Stein, der hier drin ist, dieser PTC, reguliert sich ja selber. Zum anderen, wir haben eine Temperaturabschaltung. Ist zwar nur eine, zwei ist normalerweise schöner, aber ich glaube jetzt nicht, dass der da jetzt erstmal so groß Probleme macht. Wie sieht es mit sinnvoll aus? Naja, ich weiß ja nicht. Wollt ihr 30 Minuten darauf warten, dass eure Eier halbwegs durch sind? Ich bin da mit dem Kochtopf, denke ich, sehr viel schneller. Das Einzige, was man hier dem Gerät zugute halten kann, es kommt halt nur ein paar Milliliter Wasser rein. Weniger Wasser, weniger heizen heißt, ja, man spart Wasser und man spart etwas Strom. Keine Frage, das ist ein Vorteil von hier den Geräten. Nur am Ende, wie gesagt, 30 Minuten ist eine Menge Zeit, die man da warten muss. Angepriesen wird das Ganze, dass das gut ist, wenn man irgendwie morgens was anderes tun will, dass man quasi, ja, nach dem Aufstehen hingeht, gerade ein bisschen Wasser aus dem Messbecher reinkippt, ein Ei reingibt oder so viele wie man braucht, einsteckt und dann kann man sich um andere Sachen kümmern, weil er schaltet sich ja automatisch ab. Prinzipiell ja. Die Frage ist jetzt, braucht man morgens jetzt unbedingt eine halbe Stunde dafür, für die ganzen Vorbereitungen, bis man zum Essen kommt? Und auch halt fraglich, ob man hier so ein Gerät unbeaufsichtigt laufen lassen will. Und selbst wenn man das tun möchte, naja, einen Topf mit Wasser voll machen dauert jetzt auch nicht so lange. Und wenn ich dann einmal getimt habe, wie lange mein Wasser braucht, bis dass es kocht und wie lange ich danach brauche, bis dass das Ei gut ist, dann kenne ich meine Zeit und die meisten modernen Elektroerde haben halt auch einen Timer dabei. Das ist dann jetzt nicht wirklich so ein Problem. Gerade wenn man irgendwie mit Induktion arbeitet, sind das ja auch nur ein paar Minuten, bis das Wasser kocht und dann ein paar Minuten, bis dass es hart ist. Also da kommen wir weit unter die 30 Minuten, ne? Und selbst wenn das Ei dann hier durch ist, ihr habt ja gesehen, ich habe den Fehler gemacht, habe das Ei reingestellt mit dem Löschelchen nach unten, war keine gute Idee, sollte besser nach oben. Dann läuft es wenigstens nicht direkt nach unten da rein, aber naja, selbst dann kann halt immer mal ein bisschen Ei runtergehen. Und ihr habt ja gesehen, wenn da irgendwie Eiweiß hier reinkommt, da drin stockt, das kriegt man da quasi nicht raus. Hier kann man nicht auseinandernehmen. Und naja, man kann zwar Wasser durchlaufen lassen, aber das dürfte nicht reichen, um das sauber zu bekommen. Also, ohne das komplette Gerät zu zerlegen, den Heizer auszubauen und dann von innen zu reinigen, glaube ich nicht, dass das irgendwie sinnvoll zu reinigen ist. Aber, naja, prinzipiell, das Ding wurde angekündigt, dass es Eier kochen kann. Das Ei war gekocht danach. Also, auch wenn es nicht gut ist, es tut zumindest grob, was es soll.